Bastian Schweinsteiger, unmittelbar nach seinem bewegenden, extrem emotionalen Abschied. Ein Moment der Stille, des Besinnens. Nach vielen extrem emotionalen Momenten während seines Abschieds von den Fans des FC Bayern. Ich bin einer von euch und ich werde immer einer von euch bleiben. Wir begleiten den von den Fans ernannten Fußballgott in seinen 3 Tagen in München. Vor, während und nach seinem Abschiedsspiel. Es sind aufregende, intensive Tage für den 8-fachen deutschen Meister, Champions League-Sieger und Weltmeister. 2 Tage vor seinem Abschiedsspiel. Bastian Schweinsteiger ist erstmals nach 3 Jahren wieder an der Säbener Straße. Super Schweini, super Schweini, hey! Bastian Schweinsteiger wird gleich mit seinem Coach Veljko Paunovic vor die versammelte Presse treten. Doch bevor es losgeht, ist noch Zeit für eine nette Anekdote aus seiner Bayernzeit. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Es hat damals geschneit und uns wurde gesagt, wir sollen den Trainingsplatz mit Schneeschaufeln säubern. Das haben wir dann auch gemacht. Danach hat uns Uli Hoeneß in sein Büro beordert und hat jedem von uns 50 Euro oder D-Mark für unsere Arbeit gegeben. Danach geht es zur Pressekonferenz. Gleich 11 Kamerateams und viele Printjournalisten sind anwesend. Auch das zeigt den Respekt für den ehemaligen Bayern-Spieler. Basti, glaubst du, das Spiel am Dienstag hat auch emotionale Komponente für dich? Oder steht reines Genießen im Vordergrund? Oder kannst du es vielleicht auch noch gar nicht vorhersehen? Weil wenn du am Dienstag nochmal vor der Kurve stehst, ihr hattet immer ein spezielles Verhältnis Süd-Süd. Was glaubst du, kann das nochmal auslösen? Ich glaube, dass es von beides etwas sein könnte. Ich habe damals das bei der Nationalmannschaft den Abschied ein bisschen unterschätzt im Vorfeld, muss ich sagen. Du kannst dir nicht deine Augen schließen. Du siehst die Gesichter auch von den Zuschauern und den einen oder anderen. Und du lässt dich davon vielleicht auch ein bisschen leiten oder führen. Und wie sie schon richtig gesagt haben, natürlich versuche ich das zu genießen, aber ich weiß nicht, wie emotional es sein wird. Das weiß ich nicht. Und wenn wir schon beim Thema Emotionen sind, dann blicken wir doch mal zurück zu seinen rhetorischen Anfängen. Hallo, ich bin der Bastian Schweinsteiger. Ich spiele seit 1998 bei den Bayern und meine Position ist im zentralen Mittelfeld. Jetzt erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über mich. Also, gehen wir es an. Die Anfänge von Bastian Schweinsteiger beeindruckend. Nach dem Gewinn der deutschen B- und A-Jugendmeisterschaft erkämpft sich der junge Basti schnell einen Platz im Profikader und darf am 13.11.2002 gegen Lens erstmals ran in der Champions League. Zum ersten Mal in einer Profimannschaft zum Einsatz kommend beim FC Bayern München, der noch junge Bastian Schweinsteiger, U19-Nationalspieler. Die ersten Einsatzminuten in der Bundesliga erhält er dann einen Monat später beim 3:0-Sieg in Stuttgart. Der Spieler, der für ihn das Feld räumen muss, heißt übrigens Niko Kovac. Im Februar 2003 dann das nächste erste Mal. Beim 8:0-Pokalsieg gegen Köln erzielt er sein erstes Pflichtspieltor. Dementsprechend ausgelassen sein Jubel. Der junge Schweinsteiger bleibt bekanntlich erfolgreich. Und er bleibt auch außergewöhnlich. Sein Outfit nicht jedermanns Sache. Trotz aller charmanten Jugendsünden, am Ende seiner ersten Saison bei den Profis hält Schweinsteiger die Meisterschale in die Höhe. Rund 15 Jahre später, Chicago, die neue Heimat von Bastian Schweinsteiger. In der 2,7 Millionen Einwohnermetropole, gut 7000 Kilometer westlich von München, findet sein neues Leben als Spieler von Chicago Fire statt. Hier gehe ich halt immer laufen, gell? In der Früh gehe ich immer laufen, bevor im Training noch, akquirieren. Seit gut einem Jahr lebt Bastian jetzt in den Staaten. Sportlich läuft es so einigermaßen, privat ist alles bestens. Er und seine Frau Anna genießen The American Way of Life. Bastian Schweinsteiger lebt seit 1,5 Jahren in Chicago. Und er ist offensichtlich immer noch sehr angetan von seiner neuen Heimat. What a place to be.
Sympathien, die die Fans des FC Bayern natürlich auch für ihn empfinden. Und wie. Rund 2000 Fans jubeln, weil sie ihren Basti erstmals seit 3 Jahren wieder in München sehen dürfen. Spätestens seit dem Gewinn des Triples und der WM ist Bastian Schweinsteiger in der gesamten Welt bekannt. Basti is back. Und 2 Tage später werden sie ihn alle ein letztes Mal im Bayern-Trikot erleben. Und zuvor nimmt er sich viel Zeit für seine Fans. So, dann bleiben wir mal kurz 1,5 Stunden hier, gell? Genau. Just 1,5 hours. 1,5 Stunden für 2000 Fans, die extra für ihn an einem Sonntag nach München kommen. Ob aus den USA, aus China oder aus der Umgebung. Nach über 1,5 Stunden Selfie machen und Autogramme geben, sind alle zufrieden. Danke, ich habe mich sehr glücklich gemacht. Drum. Der nächste Morgen. Es ist ein besonderer Tag für den ehemaligen Bayern-Star. Nicht nur, dass er seit langer Zeit wieder seine ehemaligen Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge trifft. Er bekommt auch den Bayerischen Verdienstorden vom Ministerpräsidenten Markus Söder verliehen. Wenige Stunden später die nächste Ehrung für den Spieler, der 500 Mal für den FC Bayern aufgelaufen ist und 20 Titel mit dem Rekordmeister gesammelt hat. Er wird als 18. Mitglied in die Hall of Fame aufgenommen. FCB-TV. Hier ist das Ding! Da ist das Scheißding! Der Gewinn der Champions League, der Höhepunkt seiner Karriere beim FC Bayern. Und als Zugabe noch der Gewinn des Triples. Bastian Schweinsteiger, top als Pokalsammler, aber auch als Feierbeast. Bastian Schweinsteiger ist mit 68 Toren auch maßgeblich an den Erfolgen der Bayern beteiligt. Mal mit Wucht, mal mit viel Gefühl und Technik und sehr oft mit dem Kopf. Seine Erfolge rekordverdächtig, aber es gab auch Niederlagen. Seine größte Enttäuschung mit Sicherheit der verschossene Elfmeter im Finale daheim, verbunden mit der Niederlage gegen Chelsea. Was mich so stolz gemacht hat, war eigentlich dieses Zusammenhalten, dass man es im nächsten Jahr, dass man angreift und wir holen es. Und wir haben im nächsten Jahr wirklich dann national und international die Bühne beherrscht. Die größte Niederlage als Basis für den größten Erfolg auf Vereinsebene. Das hat ihn wohl am meisten geprägt. Zurück in München. Ein Tag vor seinem Abschiedsspiel ist Bastian Schweinsteiger schon in der Allianz Arena. FCB Magazine. Sein erster Weg führt ihn zum Wichtigsten in der Kabine, zur Taktiktafel. Die Gelegenheit, um schon mal die taktische Aufstellung der beiden Teams durchzugehen. Keiner verteidigen. So. Ja, hallo, grüß Gott. Ich würde gern ein Big Mac haben wollen, einen Burger, brauchen wir auch, ja, und vielleicht noch ein paar Hot Dogs für meine Teamkollegen, weil die sind sehr hungrig. Ja, halbe Stunde ist in Ordnung. Das machen wir. Ja, die Rechnung können Sie an die Säbener Straße schicken zum Herrn Hoeneß. Genau. Ja, genau. Der verkauft auch die Bürstchen. Können Sie auch ein paar dazu schicken, ist kein Problem. Vielen Dank. Danke, Wiederschauen. So, haben wir das auch. Dann ist es soweit. Bastian Schweinsteiger betritt erstmals seit über 3 Jahren wieder das Innere der Allianz Arena. Das Stadion, in dem er so viele Erfolge gefeiert und Titel gewonnen hat. Und in dem er gut 24 Stunden später sein letztes Spiel bestreiten wird. Ein ganz besonderer Moment für ihn. Das Ende seiner Bayernzeit dann im Mai 2015 beim Spiel gegen Mainz. Als Bastian Schweinsteiger einläuft, weiß er wahrscheinlich noch nicht, dass es sein vorerst letzter Auftritt im Trikot des FC Bayern sein wird. Kurioserweise ist es auch noch sein 500. Spiel für seinen Herzensclub. Die Bayern besiegen Mainz mit 3:0. Und wie es das Schicksal will, der Fußballgott, wie er liebevoll von den Fans genannt wird, erzielt auch noch einen Treffer. Ein würdiger Abschied. Servus Basti. Der Abschied schon jetzt ein würdiger. Das Stadion ausverkauft,
die Fans begeistert und das Wiedersehen mit den ehemaligen Mitspielern emotional. David Alaba, Manuel Neuer, Rafinha und beim Verlassen des Spielfelds sein Triple-Coach Jupp Heynckes. Sie alle wollen Bastian Schweinsteiger schon vor Anpfiff herzen. 20.30 Uhr. In wenigen Minuten beginnt sein Abschiedsspiel. Bastian wird jetzt an der Bayern-Kabine vorbei zur Tribüne geführt. Auf das Spielfeld ein einziger Triumphmarsch des Mannes, der für und mit dem FC Bayern 20 Titel gewonnen hat. Seine Trophäensammlung einzigartig. Das Spiel, was das Ergebnis anbelangt, natürlich eher Nebensache. Die Bayern führen zur Halbzeitpause durch Tore von Gnabry und Wagner mit 2:0. In der zweiten Hälfte wird Bastian Schweinsteiger für den FC Bayern auflaufen. Natürlich mit der Trikotnummer 31. Und natürlich nicht, ohne sich von seinen Mitspielern bei Chicago Fire zu verabschieden. Hey, don't man against man, okay, against me. Don't put the man on me. Danach geht es zur Kabine seines Herzensclubs. Herzlich willkommen. Danke. Endlich Zeit, um kurz mit seinen ehemaligen Mitspielern und Niko Kovac zu sprechen. Der nächste emotionale Moment. Ich hoffe, du hast Kraft jetzt. Grande, du spielst auf 8. Hier, hier. Hey, damit du auch mal ein Tor machst, ne? Ja, hier. Aber Rückwärtsbewegung, oder nicht so wie ich bin früher noch Punk. Hier. Lass es gehen nach vorne oder hinten. Ja, ja, natürlich. Immer hier, den, den und den. Ja, guck mal, was das für ein Tor ist. Sag was, sag was. Ich glaube, was da wird. Nicht, dass du jetzt hier deinen Jungs da immer die Bälle in die Schuhe schiebst. Halt. Genau. Da haben wir diese Experten. Spielen wir also mit drei vorne drin. Komm mal, hey. Super, Junge. Aber weißt du, was der Chef ist? Sein erstes Bundesligaspiel hat er gemacht. Da bin ich 83 Minuten raus und er kam rein. Mit 18. So schließt sich der Gleis. So wie er vorher, oder? Was ist hier einmal noch hier? Standards, zweite Reihe zum Block. Was machen wir? Standards. Haut das Ding einfach rein, oder wie? Einer haut es rein? Bei Defensiv erstmal. Also mein Offensiv. Zweite Reihe. Zur zweiten Halbzeit laufen dann alle Spieler des FC Bayern mit der Nummer 31 auf. Welch eine Würdigung ihres ehemaligen Mitspielers. Und er übernimmt gleich die Führungsrolle. Bastian Schweinsteiger genießt es offensichtlich wieder im Trikot der Bayern zu kicken. Und er lässt auch Taten folgen. Der Rekordmeister des Rekordmeisters will den Tag natürlich mit einem Treffer krönen. Und er gelingt ihm dann auch in der 84. Minute. Try is going forward now. Alaba plays it into the center. Oh my God! Oh boy! Oh boy! What a goal! That is actually a really nice goal. Da ist er! Ja, da ist es! So geil! Und so ein großartiges Tor! Ein Legendentor von einem Fußballgott. Fantastisch! Ja, da kriegt er gleich Angst, weil sie ihn hochwerfen. Was für ein grandioses Tor! Der Treffer, der absolute Höhepunkt. Bisher. Doch was nach Spielende passiert, übertrifft das noch.
Licht aus, Spot on für Bastian Schweinsteiger, der jetzt, emotional überwältigt, das Schlusswort hat. Erstmal Servus an alle Münchner. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle hergekommen seid und mich so toll empfangen habt. Ich bin einer von euch und ich werde immer einer von euch bleiben.